Ein bisschen Chess wieder. Warte auf, 0211, ist das Köln? 0 ist, glaube ich, richtig. Jetzt keine Fehler machen. Hallo, herzlich willkommen hier zum Vlog. Bergische Krankenkasse, featuring Ausdauerschule bei Bunat, a.k.a. Ranz-Barth-Institut. Hi, wir sind's, die zwei von der Bergischen. Gern. Und wir sind trotzdem die gleichen, auch wenn der Alf aussieht, als wenn er ein Kleid anhätte. Oder aus dem Schwimmbad käme. Und dazu gibt's heute gar keinen Anlass, denn es sind sommerliche 27 Grad. 18.45 Uhr, Sonnenuntergang, 19.33 Uhr. Aber warum stehe ich hier? So. Das frage ich mich jede Woche. Weil wir Wort halten. Wir haben es letzte Woche schon angedeutet. Wir von der Bergischen Krankenkasse haben die Spendierhosen an. Richtig. Und wir lassen unseren Worten Taten folgen. Und die Spendiernummern. Es gibt wieder was zu gewinnen. Alf, der schiebt wieder Nummern. Homerun-Pakete. Nummer. Das ist meine Nummer. 19740. Sogar meine Wunschnummer. Denn diese Option habt ihr auch. Ihr bekommt nicht nur den Startplatz für den virtuellen Köln-Marathon am 4. Oktober, sondern diese eine Wunschrufnummer. Ihr bekommt eine Originalmedaille. Rufnummer? Wo sind wir? 1 und 1 oder was hier? Ganz klar. 19740. Ja, mit Rufnummer. Die Nummer für Kummer. Gegen Kummer. Vorwahl noch von Solingen. Ne? Und ab nee, nee, nee. Köln. Es gibt einen Startplatz für den virtuellen Köln-Marathon am 4. Oktober. Es gibt eine Original-Startnummer. Richtig. Ihr könnt euch auch die Wunschnummer aussuchen. Nicht die Wunschzeit. Die müsst ihr tracken mit der App. Es gibt ein hochwertiges Saucony T-Shirt. Es gibt ein Kölschglas. Es gibt ein... Voll oder leer? Leer. Da kannst du aber den integrierten Energy Drink reintun, den Energieriegel. Und ist von uns. Und? Von der Bergischen Krankenkasse, richtig. Denn das wird auch noch eine Überraschung. Wir überraschen heute Abend erstmal alle Teilnehmer des Kurses ebenfalls mit den Startplätzen und dem Homerun-Paket. Ja. Was steht heute an, Lukas? Wir haben die traurige Nachricht bekommen, dass unser Trainer, der Yves, heute nicht da ist. Dafür halten wir einmal kurz inne. Cheftrainer-Alarm. Sven kommt. Ich weiß nicht, ob ich mich darüber freuen soll oder ob es schlimmer wird. Nein, es wird schlimmer. Wir haben heute 15 mal 200 Meter mit je eine Minute Trabpause in Gard 3. Heute geht es also nicht nur auf die 12, sondern auf die 15, Lukas. Vielleicht sogar auf die 20. Richtig. Los geht's, würde ich sagen. Wünscht uns Glück. Wir begrüßen einen ganz besonderen Gast, nämlich einen der beiden Leiter der Ausdauerschule bei Bunat, Sven Schulze-Barkmann. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen. Danke. Vielleicht stellst du dich erstmal selber vor, Sven. Ja, hallo, ich bin Sven, Cheftrainer der Ausdauerschule bei Bunat und organisiere und plane die ganzen Laufkurse hier. Heute hatte ich das große Vergnügen, mal als Urlaubsersatz mit einzuspringen und den Yves hoffentlich gut zu vertreten. Und kurz zu meiner Vita. Ich habe die Ausdauerschule vor ungefähr 15 Jahren gegründet, zusammen mit dem Roman. Und wir organisieren, wie gesagt, Laufkurse hier im Ruhrgebiet und Bergischen und sind da für blutige Anfänger bis hin zu Leuten, die den Marathon richtig, richtig schnell laufen. Richtig, du sagst blutige Anfänger. Das heißt, wenn ich das so betrachte, beobachte, lese in der Presse mit dem Laufen, ich will damit beginnen, aber vielleicht habe ich es in der Schule gehasst und es hat bei mir einfach noch nicht Klick gemacht. Ist das dann was für mich? Oder was soll ich da beachten? Vielleicht habe ich ein bisschen Übergewicht oder kann keine 200 Meter laufen. Du bist jetzt ein richtig athletischer Typ. Bin ich da bei euch richtig? Ja, weil wir kümmern uns wirklich vom reinen Einsteiger bis hin wirklich zum ganz schnellen Läufer um alle. Und auch alle, die bis jetzt vielleicht den Zugang zum Laufen noch nicht gefunden haben, denen können wir nur Mut zusprechen, dass wir wirklich ganz langsam anfangen, ganz klassisch auch anfangen. Die Leute, die bei uns in die Anfängerkurse kommen, die müssen keine Grundvoraussetzungen mitbringen. Die sollten sportlich gesund sein, das sollten sie vorher abchecken. Es sollten keine Vorerkrankungen orthopädischer oder internistischer Art vorliegen. Also einmal das Herz durchchecken lassen, vielleicht auch eine sportmedizinische Untersuchung vorab nochmal durchführen lassen. Und dann können sie eigentlich bei uns loslegen. Sportmedizinische Vorsorgeuntersuchung ist ein gutes Thema. Bezahlen wir euch als Bergische für 300 oder mit 300 Euro pro Jahr. Also könnt ihr auf jeden Fall auf der gesunden Seite und sicheren Seite sein. Wenn ihr woanders versichert sein solltet, dann checkt das einfach ab bei eurer Krankenkasse. Was ist denn für dich, Sven? Du sagtest, 15 Jahre bist du jetzt schon dabei und bringst sicherlich auch noch eine sportliche Vorerfahrung mit. Das Schöne am Laufen? Das Schöne am Laufen ist letztendlich, dass man es überall machen kann. Ich brauche keinen, ich muss nicht zu einem Fitnessstudio hinfahren, ich muss nicht zu einem Sportverein hinfahren, ich brauche eigentlich keinen Trainingspartner. Ich kann mir die vernünftigen Schuhe, die ich zu Hause rumstehen habe, hoffentlich dann anziehen und kann rausgehen aus der Haustür und kann loslaufen. Das geht in 95% der Fällen von überall, wirklich. Man kann einfach aus der Haustür raus, man hat wenig Zeitaufwand und man hat ein sehr, sehr intensives Training. Das heißt, auch im Verhältnis zu Kalorienverbrauch ist Laufen
viel effektiver, als wenn ich jetzt Radfahren gehe oder wenn ich schwimmen gehe. Auch beim Schwimmen habe ich ja wieder eine An- und eine Abreise, muss mich umziehen. Das entfällt beim Laufen alles so, dass die Hürde für den Einstieg in den Laufsport eigentlich relativ gering ist. Ganz klar, du sagst einfach rausgehen. Ausdauerschule heißt es ja. Heißt das die Schulbank drücken oder wie sieht das bei euch in der Praxis aus mit den Kursen? Ja, in der Praxis sieht es aus. Natürlich machen wir keine Theorie, wir haben keinen Klassenraum, sondern wir treffen uns draußen mit den Leuten, auch mit den blutigen Anfängern und gehen dann los. Eine kleine Einschränkung muss ich noch sagen, wir machen vorher natürlich eine Anamnese, also wir erheben die Daten von den Teilnehmern und gucken, wie fit sind die, wo können wir die abholen. Für die Fortgeschrittenen machen wir auch Laktatdiagnostiken, sodass die dann ihre wirklichen Fitnesswerte an die Hand mitkriegen und schreiben denen dann einen individuellen Trainingsplan, sodass jeder nach seinem Zeitbudget, das er mitbringt und seiner Zielsetzung und seiner Fitness einen individuellen Trainingsplan von uns bekommt und dann dementsprechend den abarbeitet. Okay. Und wenn ich dann den Kurs abgeschlossen habe und gelernter Läufer bin, so wie der Lukas gelernter Fußballer ist, bin ich dann entlassen quasi und kann auf allen Läufen dieser Welt für mich alleine laufen oder kehre ich dann irgendwann auch mal wieder zurück in die Ausdauerschule? Also ich glaube, ist das so ein bisschen Community Building bei euch? Ja, also wir, wie gesagt, ich habe es ja gerade beim Anfang schon gesagt, vom rein blutigen Anfänger bis hin zum sehr schnellen Marathonläufer betreuen wir alle unsere Kunden, sodass wir in den verschiedenen Städten auch verschieden starke Leistungsgruppen haben, sodass wenn wir jemanden haben, der jetzt vielleicht angefangen hat und das jetzt geschafft hat, dann im ersten Kurs, und das Ziel unseres ersten Kurses ist es immer 5 Kilometer am Stück zu laufen, wenn der in der Lage ist, 5 Kilometer ohne Pause zu laufen, egal in welchem Tempo, kann er in die nächste Gruppe wechseln. Und dann wiederum in die nächste Gruppe, wenn er noch schneller wird, sodass wir so ein System haben, dass man durchwandern kann und wenn Leute vielleicht mal verletzt waren, nach einer Pause wieder einsteigen wollen, oder aus beruflichen oder privaten Gründen mal eine Pause gemacht haben und wieder neu einsteigen, können sie natürlich auch in den unteren Gruppen sich wieder sammeln und sich dann wieder durch das System hocharbeiten. Okay, das ist Pro-Tipp vielleicht von uns. Das sind ja alles zertifizierte Präventionsgesundheitskurse, die von den Krankenkassen förderungsfähig sind. Bei uns, wir erstatten 2x250 € pro Jahr für diese Laufkurse. Also im Prinzip kann man komplett vom Einsteiger bis zum Fortgeschrittenen, bis zum Profi, seine Laufkarriere sich von seiner Krankenkasse, in diesem Fall bei der Märkischen, zahlen. Das geht. Gut, dann soll es das schon von mir gewesen sein. Was steht für dich an? Läuferisch ist es momentan zwar ein wunderschöner Spätsommer, aber eine angespannte Situation durch Corona. Ne? Was ist so mit Laufveranstaltungen, mit virtuellen Läufen? Wo holst du dir jetzt so deine Wettkampferlebnisse ab? Die Wettkampferlebnisse habe ich mir im Sommer natürlich bei den Bunard Solo Runs abgeholt. Mhm. Da gab es ja einigen, auch hier in der Region. Virtuelle Läufe bin ich jetzt nicht so der wahnsinnige Fan von, muss ich auch sagen. Da laufe ich dann lieber für mich mit meinen Kumpels oder Freunden draußen meine Lieblingsstrecke, Baldeneysee in Essen zum Beispiel, wunderschöne Strecke, wo ich dann gerne laufe und wo ich auch für mich alleine laufe und da mal jetzt im Sommer auch verstärkt mal auf die Trails gegangen bin, also ein paar Waldläufe sozusagen, früher hat man Waldlauf gesagt, also Traillaufen, laufen im Wald auf schmalen Wegen, um da einfach ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Okay, aber du läufst auch im Winter, Laufen ist ein Ganzjahressport für euch und das macht ja auch einen besonderen Reiz aus, im Winter zu laufen, glaube ich, ne? Ja, also wir laufen das ganze Jahr und auch da in der Ausdauerschule bekommt ihr die Tipps, wie lauft ihr auch im Winter vernünftig auf glitschigem Untergrund, wie mache ich den Fußaufsatz, wie mache ich meine Körperhaltung, wie kann ich mich anpassen. Also diese Tipps gibt es immer auch beim Training noch mit dazu. Profi-Tipp, wenn ihr im Winter lauft, im Bergischen gerade, Schnee fällt oder Eis liegt, es gibt Schneeketten für Schuhe. Fragt euren Laufsport-Bunert-Händler in der Nähe. Sieht auch cool aus. Dann soll es das von mir gewesen sein. Lukas, hast du noch eine Frage? Ja, hi, ich bin auch noch da. Ich habe interessiert zugehört. Ich muss sagen, der Sven hat das alles wunderbar erklärt, auch für Anfänger, blutige Anfänger wie den Alf und Fortgeschrittenen wie mich, verständlich erklärt. Nein, Spaß, der Alf hat ja heute gut abgeliefert, viele verständliche, interessante Sachen dabei gewesen und ich denke, wir können da einiges von mitnehmen und ich denke, ihr könnt auch einiges davon mitnehmen und hoffentlich sehen wir euch dann demnächst auch beim nächsten Laufkurs, der in Planung ist, auch für den Herbst, Winter. Wir sind auch mit dabei. Ausdauerschule bei Bunard ist auch mit dabei. AKA Hans-Smart-Institut, was hat es damit auf sich? Ihr habt einen Doppelnamen. Wir haben einen Doppelnamen, ja. Das hat einfach damit auf sich, dass wir das Baby irgendwie nennen mussten. Und wie viele Firmen haben wir einen Firmennamen, der ist Run-Smart-Institut für Sportwissenschaften, unsere GmbH. Und unser Produktname im Bereich Ausdauer und Laufsport ist Ausdauerschule bei Bunard. Alles klar, ist ja auch fürs Intro für uns immer wieder eine Freude, das sagen zu dürfen. Für dich. Ja, auch wenn ich 10 Anläufe brauche. Sven, herzlichen Dank. Gerne, bitte. Es war uns eine Ehre. Super. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Bälle aufpumpen. Klar. Wie oft geht das jetzt? Die Bälle aufgepumpt sind. Okay. Gib Gas, schnell.
Warst du vielleicht jetzt doch im Schwimmbad? Wenn das so weiter war, kommt ja. Der Alf gleich aus dem Schwimmbad. Wie viele Bälle hat es im Verein? Alle. Sind 18:05 Uhr. Was ist hier los? Und eine Wunschnummer wünschen. Ist ja, richtig. Nicht, ist das nicht sowieso so, also dass man sich... Lenk nicht ab. Was gibt es noch? Was ist im Paket drin, im Homerun-Paket? Ich weiß es selber ein Kölschglas. Oh. Ein Energieriegel. Voll oder leer? Da kommt natürlich der gelernte Alkoholiker. Ein Energy Drink kannst du in das Kölschglas tun. Und Energy Drinks, Thema E-Sports, nicht gesund. Und es gibt noch eine Position, glaube ich, die heißt und. Und, das sind wir. Lasst euch überraschen, wir haben noch eine ganz spezielle Überraschung in dem Homerun-Paket. Swiped up. Wo sind wir? Wunderbar. Wunderbar. Wunderwaffe. Er hat die Haare ab. Er hat die Haare auch wieder schön. Das Swipe up. Bist fertig? Jetzt glaube ich ja. Alles klar.